dir, so wie ich bin. Alles, was mich bewegt, lege ich vor dich hin. Herr, ich komme zu dir und ich schütte mein Herz bei dir aus. Was mich hindert, ganz bei dir zu sein, räume aus. Meine Sorgen sind dir nicht verborgen, du wirst sorgen für mich. Voll Vertrauen will ich auf dich schauen, Herr, ich baue auf dich. Gib mir ein neues, ungeteiltes Herz. Lege ein neues Lied in meinen Mund. Fülle mich neu mit deinem Geist, denn du bewirkst dein Lob in mir. Hallo, guten Morgen. Ich grüße Sie und euch alle ganz herzlich mitten hinein in diese herausfordernde Zeit. Herzlich willkommen im Gottesdienst hier in Endingen. Wenn Kinder jetzt an den Bildschirmen sind, dann grüße ich euch ganz besonders. Schön, dass ihr da seid. Dann grüße ich natürlich die Eltern. Ich grüße die Teens und Twens, die Schüler und Studenten, die Singles, die Ehepaare und natürlich alle Senioren. Schön, dass wir miteinander diesen Gottesdienst feiern. Und schön, dass wir uns auch an den Bildschirmen verbunden wissen. Dieses kleine Virus hat unser Leben ja ganz schön umgekrempelt. Erst Homeoffice, Homeschooling, für viele jetzt Kurzarbeit, verbunden mit bangen Gedanken an das, was kommen wird. Auch für uns in der Kirchengemeinde ist es uns immer wieder eine Frage, wie können wir in dieser besonderen Zeit Gemeinde leben? Wie können wir zu Ermutigern werden in einer Zeit, die viele entmutigt? Wie können wir zu Hoffnungsträgern werden, wo viele Unsicherheiten da sind und uns blockieren? Und wir merken auch, wir kommen sehr schnell an unsere Grenzen und werden selbst entmutigt und auch ängstlich. Denn ich mag keine Krisen. Und ich denke, Sie auch nicht. Wir mögen keine schweren Zeiten. Ich überhaupt nicht. Und doch gehören sie zu unserem Leben dazu. Gut ist, wenn wir unser Sehvermögen stärken im Hinblick auf das Stehvermögen in der Krise. Ob da wohl eine Brille hilft oder vielleicht ist sogar eine OP nötig oder vielleicht kann eine Augensalbe Abhilfe schaffen. Von einer Augensalbe hören wir nachher in der Predigt. Und so begrüße ich Sie, Herr Dr. Fritsch, ganz herzlich unter uns. Sie werden uns heute die Predigt halten. Dr. Fritsch ist Studienleiter im Albrecht-Bengel-Haus in Tübingen. Herzlich willkommen bei uns hier in Endingen. Gottesdienst, Gott dient uns. Er will uns ermutigen, stärken, Freude machen. Und er will uns begegnen jetzt hier in diesem Gottesdienst. Und so feiern wir jetzt diesen Gottesdienst in seinem Namen, im Namen Gottes des Vaters, der die Welt erschaffen hat, im Namen des Sohnes Jesus Christus, der den Weg zum Vater freigemacht hat durch seinen Tod am Kreuz, und im Namen des Heiligen Geistes, der uns das fassen und begreifen lässt. Amen. Gemeinsam beten wir Psalm 48.
Groß ist der Herr und hoch zu rühmen in der Stadt unseres Gottes auf seinem heiligen Berge. Schön ragt empor sein Gipfel, daran freut sich die ganze Welt. Wie wir es gehört haben, so sehen wir es an der Stadt des Herrn Zebaoth, an der Stadt unseres Gottes. Gott erhält sie ewiglich. Gott, wir gedenken deiner Güte in deinem Tempel. Gott, wie dein Name, so ist auch dein Ruhm bis an der Welt enden. Deine Rechte ist voll Gerechtigkeit. Es freue sich der Berg Zion. Und die Töchter Juda seien fröhlich, um deiner Rechte willen. Ziehet um den Zion herum und umschreitet ihn, zählt seine Türme, habt gut Acht auf seine Mauern, durchwandert seine Paläste, dass ihr den Namen davon erzählt, den Nachkommen davon erzählt. Dieser ist Gott, unser Gott, für immer und ewig. Er ist's, der uns führet. Wir beten weiter. Ewiger treuer Gott, wir wissen, der Tempel ist heute nicht mehr da. Gerade eben haben wir von ihm gehört. Der Zionsberg ist ein Zankapfel von Juden und Muslimen. Und es ist nicht so, dass sich die ganze Welt an dir freut und schon gar nicht jetzt in dieser schwierigen Zeit. Und doch gibt es Orte, an denen dein Lob gesungen wird. Und das tun wir auch heute. Menschen, die zusammenkommen und sei es auch an den Bildschirmen überall auf der Welt. Länder, in denen Frieden herrscht, Dank sei dir dafür. So bitten wir, stärke unseren Glauben, vergib, wo Schuld unser Leben verdunkelt, öffne uns die Augen und Herzen, dass wir deine Herrlichkeit sehen können, in unserem Leben und auch jetzt in diesem Gottesdienst. Amen. Thank you.
Hallo, ich heiße Annika und ich wohne jetzt fast 4 Jahre im Albrecht-Bengelhausen. Es gibt 3 Dinge, die ich unglaublich an diesem Haus schätze. Zum einen habe ich sehr profitiert von den Lehrveranstaltungen, die zusätzlich zu den Uniseminaren angeboten werden. Die geistliche Gemeinschaft, wir feiern gemeinsam Abendmahl und Andachten und diskutieren ganz viel über Dinge, die uns wichtig sind, wo uns beschäftigen, bringen die ins Gebet zusammen. Und ein dritter Punkt, das persönliche Gespräch mit unseren Hauslehrern. Ich durfte sehr, sehr wachsen im persönlichen Gespräch, weil in mich investiert wurde, weil mir Dinge zugetraut wurden und weil ich herausgefordert wurde, auch mal aus meiner Komfortzone herauszugehen und Dinge zu tun, die ich vielleicht sonst nicht getan hätte. Davon habe ich sehr profitiert, bin sehr gewachsen und bin sehr, sehr dankbar. Und ich sehe das Haus als einen unglaublichen Schatz an, weil der Mensch gesehen wird, weil der Student gesehen wird, der junge Mensch, in den investiert wird, der herausgefordert wird, in den, der einfach seine Fähigkeiten gesehen wird und die auch dann zum Tragen kommen dürfen. Und deswegen sehe ich das Haus als einen unglaublichen Schatz an mit vielen, vielen tollen Menschen, mit vielen, vielen tollen Hauslehrern. Und deswegen bin ich der Meinung, dass dieses Haus wirklich unterstützt werden sollte. Vielen Dank für alles, was Sie geben. Ein herzliches Hallo auch von mir, Friedemann Fritsch aus dem Albrecht-Bengel-Haus, lange Zeit Pfarrer der Badischen Landeskirche, jetzt in Württemberg und ganz jetzt bei Ihnen hier in Endingen.
dass ich hier bin, dass ich heute hier bin, hat seine Gründe, seine Ursachen. Und das bringt mich schon zu unserem Predigttext. Hier geht es nämlich auch um die Frage nach den Ursachen. Vieles reizt uns deshalb, weil wir nicht wissen, warum es geschieht. Es ist eine ganz große Versuchung, zurückzuschauen, zu forschen, auch zu grübeln, in der Vergangenheit herumzuwühlen. Was ist damals eigentlich passiert? Warum ist in meiner Familie so manches nicht gut gelaufen? Woher kommen die gesundheitlichen Probleme? Waren es die Fehler meiner Eltern? Bin ich beruflich an der falschen Stelle abgebogen? Sind nicht andere schuld? Oder was wir gerade in der Gesellschaft erleben? Wer, wie, was? Wo sind die Ursachen? Ich lese den heutigen Predigttext aus dem Johannesevangelium. Johannes 9. Unterwegs sah Jesus einen Mann, der von Geburt an blind war. Rabbi, Lehrer, fragten die Jünger, wer ist schuld daran, dass dieser Mann blind ist? Ist er selber schuld? Oder haben seine Eltern Schuld auf sich geladen? Weder noch, antwortete Jesus. Vielmehr soll an ihm die Größe und die Macht Gottes sichtbar werden. Solange es Tag ist, müssen wir die Taten Gottes vollbringen, der mich, Jesus, gesandt hat. Bald kommt die Nacht, in der niemand etwas tun kann. Doch solange ich in der Welt bin, werde ich für die Menschen das Licht sein. Dann spuckte Jesus auf die Erde, machte daraus einen Brei und strich diesen Brei dem Blinden auf die Augen. Und er sprach zu ihm, geh zum Teich Siloa. Siloa heißt übersetzt gesandt. Und wasch dich dort. Da ging der Blinde hin und wusch sich und kam sehend wieder. Als er zurückkam, konnte er sehen. Wort des lebendigen Gottes. Ja, warum? Warum ist er blind? Warum dieses Leiden, diese Krankheit und diese Antwort? Damit die Werke Gottes offenbar werden, damit etwas sichtbar wird, das sonst unsichtbar bleibt, im Dunkeln bliebe. Gott hat die Macht, etwas Großes zu tun. Das Leiden hat hier kein Warum, jedenfalls keines, nach dem sich zu fragen lohnt. Ja, dieses Leiden hat ein Wozu. Und das ist mein erster Gedanke von vier Gedanken. Die Warum-Frage ist eine Sackgasse. In streng religiösen Kreisen wird ja heute noch die Frage der Jünger gestellt. Vielleicht kennen Sie das. Er oder seine Eltern. Woher kommt es, dass jemand krank ist? Behindert, schwerbehindert sogar. Wer ist schuld? Damals dachte man in den Ursachen, in den Kategorien von Ursache und Wirkung. Und Sie kennen den Spruch, wo ein Rauch ist, muss ein Feuer sein. Schuld und Sühne. Ja? Wo Tod ist, da ist Sünde. Wo Leiden ist, da ist Schuld. Das ist ein Spruch aus dieser Zeit. Und heute? Wie ist das eigentlich, wenn jemand früh stirbt? Da begegnet einem auch schon mal der Satz, ja, war ja klar. Er hat zu viel getrunken, zu viel geraucht, nicht gesund gelebt. Sie hätte sich schonen sollen, mehr Sport treiben müssen und so weiter. Ich sage dazu, ein Arzt darf mir so etwas sagen. Der darf mich darauf ansprechen, wie und warum ich so lebe.
Ein Seelsorger muss das auch tun, muss mit mir über Schuld sprechen, die nicht bereinigt wurde, die mein Leben beeinträchtigt. Und da wird auch die Frage nach einem Warum kommen. Aber hier und heute bleibt Jesus stehen, schaut mich an, schaut euch an und stellt sich dem Warum in den Weg. Denn meistens kommt nichts Gutes dabei heraus, wenn nach dem Warum gefragt wird. Meistens endet das in Selbstanklage und in Lieblosigkeit anderen Leuten gegenüber. Meistens kommt jemand zu Schaden, wie der Blindgeborene. Deshalb ist das mein zweiter Gedanke. Jesus lenkt den Blick woanders hin. Er lenkt den Blick nach vorne, auf Gott. Jesus geht gar nicht auf diese Warum-Frage ein. Er hat überhaupt kein Interesse an der Vergangenheit des Blindgeborenen. Und er wird auch Ihnen, euch und mir nicht helfen, wenn wir nach Ursachen für irgendein Unglück forschen. Seine Ansage ist ganz klar: Hört auf damit, lasst den Unsinn. Dein Leiden, deine Krankheit vielleicht, das hat natürlich Ursachen. Aber du sollst da nicht hinschauen, du sollst dich nicht runterziehen lassen und vor allen Dingen sollst du andere auch nicht runterziehen durch deine Vermutungen, keinen Verdacht streuen. Schau nach vorne, sagt Jesus hier. Schau auf das, was für Gott möglich ist. Und wenn du doch wieder ins Grübeln kommst, dann hör auf dieses Wort und lass es gelten. Die Werke Gottes, die Größe Gottes, sie soll sich zeigen an dir, in deinem Leben. Das ist das Wozu. Dein Leben mit all seinen Schwierigkeiten hat ein Ziel, ein großes Wozu. Und dieses Ziel ist Gott. Noch einmal, das Warum kennen wir nicht. Wir wissen nicht, wo das Leiden herkommt. Wir wissen nicht, wo Corona herkommt. Und wenn hier irgendjemand mit einer Theorie kommt, sagt Jesus, sei sehr vorsichtig. Hör auf zu spekulieren. Hört auf, euch selber oder andere oder irgendjemanden anzuschwärzen. Jesus sagt in Gottes Wort, was immer auf dieser Erde passiert, hat wohl mit Gott zu tun. Und dazu gehören auch furchtbare und gottlose Dinge. Auch das, was Gott nicht will, was er hasst, die Sünde, die schlechten Gewohnheiten, die Krankheiten, alles das. Das Warum kennst du nicht, aber alles das hat ein Wozu. Es hat auf verborgene Weise mit Gott zu tun, ohne dass jetzt jemand sagen könnte, Gott ist daran schuld. Das ist was anderes. Leid und auch das Elend dieses Blinden, dein Leben, alles das kann dazu dienen, dass Jesus in Aktion tritt, dass sein Name erkannt wird, dass Gott sichtbar wird. Darauf kommt es an. Ich würde sagen, wenn ich das so höre, das ist unfassbar. Das ist fast beleidigend. Das ist eine Zumutung für den menschlichen Verstand. Aber genau das ist es. Es geht letztlich nur um Gott. Es hat mit Gott zu tun. Er will sich zeigen in deinem Leben, in meinem Leben, in dieser Kirche, auch in dem Durcheinander dieser Pandemie. Darum geht's. Die Ursache, wir kennen sie also nicht. Wir können nur nach vorne schauen, denn letztlich muss alles diesem einen Ziel dienen und wenn sich der Verstand dagegen sträubt. Darum geht es. Gottes Macht, Gottes Größe zeigen, zum Leuchten bringen. Das ist das Ziel. Hier in dieser Geschichte passiert ein Wunder. Und Sie und ich, wir haben alle schon um ein Wunder gebetet, nehme ich an. Vielleicht auch um das ganz große Wunder.
Bei manchen wenigen ist es vielleicht passiert, bei den meisten sicher nicht. Und schon möchte man an der Stelle wieder ins Grübeln kommen. Warum tut Jesus eigentlich nicht bei mir, was er damals bei dem Blindgeborenen getan hat? Ein richtig krasses Wunder. Ich glaube, die Antwort, die Jesus geben würde, die würde lauten: Ich, Jesus, ich tue nie, was ich bei anderen tue. Ich bin für dich da. Ich sehe dein Leben, deine Lasten, deine Fragen, so wie ich den Blinden damals gesehen habe, als Person. Und ich spreche dir das zu, dein Leben, dieses einmalige und kostbare Leben mit all seinen Problemen und Begabungen und mit all dem, was dran hängt und mit der Geschichte, das soll Gottes Macht zum Leuchten bringen. Das soll etwas zeigen, etwas offenbar werden lassen, was andere normalerweise niemals sehen würden. Und seht ihr, das ist das Wunder. Das ist das Wunder. Eine Heilung kann dazugehören, muss es aber nicht. Dieses Wunder ist größer. Deine Art, ich spreche jetzt einfach mal so persönlich, deine unverwechselbare Eigenart, an Gott zu glauben, deine Tapferkeit im Leiden, deine Treue in dieser Gemeinde, deine Liebe zu den Geschwistern, das, was heute Morgen hier in diesem Gottesdienst passiert, das ist das Wunder. Das zeigt anderen Menschen, dass Gott da ist, dass er mächtig ist, dass er bestimmte Gesetzmäßigkeiten durchkreuzen kann. Ja, er lebt. Ich sage es jetzt auch von mir mal ganz persönlich. Ich war so ein Blindgeborener, von Jesus sehend gemacht, getauft im Teich Siloa, zum Glauben geführt, ich und du und vielleicht viele andere auch. Und das ist das Wunder, das in die Finsternis hineinstrahlt. Übrigens, dazu gehört nicht nur das Schwierige und Problematische im Leben, sondern ich meine auch das Schöne, die Zeiten der Kraft, der Bewahrung, wo man jung ist, wo man Sachen reißen kann. Die Kinder und die Enkel, das gehört auch zum Leben dazu. Und dieses ganze Leben dient dazu, Gottes Größe zu zeigen. Seine Werke, sein Tun. Wenn man die biblische Geschichte mit diesem Blindgeborenen geheilten weiterliest, dann bekommt man übrigens eine Ahnung davon, was für ein Menschentyp dieser Geheilte war. Der war ziemlich intelligent, schlitzohrig, schlagfertig und lernbereit. Und man kann nur ahnen, was das für Leute sind, die Jesus um sich sammelt. Das sind schon besondere Nummern, sage ich mal. Menschen, die von ihm angesprochen werden, die in dieses Wunder hineingezogen werden. Und ich möchte Ihnen und euch das so auch sagen, jeder und jede von euch ist ein solches Geschöpf, unvergleichlich, von Jesus angesprochen, erwählt, damit Gott in diesem Leben sichtbar wird, damit Gottes Macht in eurem Leben wirken kann, damit dann auch andere Menschen zum Glauben kommen, damit seine Gemeinde, seine Kirche gebaut wird. Das alles heißt, Gottes Größe und Macht wird offenbar in deinem Leben. Letztlich geht es darum, dass alles neu wird. Das ist mein letzter Gedanke aus diesem Text. Jesus schaut dich heute Morgen an. Er will jetzt keine Diskussion. Er will keine Erklärungen hören, er will keine Rechtfertigungen und auch keine Anklagen haben. Jesus will mich und euch verwandeln, berühren, sehend machen für das Wunder seiner Gegenwart in eurem Leben. Und dazu macht er einen Brei.
einen Brei aus Spucke und Dreck. Und das ist natürlich kein Zufall, denn schon einmal hat Gott einen Brei gemacht. Wisst ihr, wann das war? Ist ziemlich lange her. Er hat einen Brei geknetet, einen Erdkloß, und dann hat er diesen Kloß angehaucht. Und was ist passiert? Ein lebendiger Mensch stand da. Diese Zeichenhandlung mit der Augensalbe, das ist ein Hinweis auf die Schöpfung des Menschen. Hier wird ebenfalls ein Mensch geschaffen. Und zwar ein neuer Mensch, ein Mensch nach dem Bild Gottes, ohne Blindheit, ohne Sünde, mit offenen Augen. Das ist der Schlüssel dieser Geschichte. Das ist der Schlüssel überhaupt zu dem, wie Jesus tickt. Immer ganz eng verbunden mit der Schöpfung, mit dem, was Gott ursprünglich gemacht hat und mit dem, was neu werden soll. Und das seid ihr, das bin ich, das werden alle sein, die nicht davonrennen, wenn sie solche Zumutungen auch hören von Jesus. Gott ist in deinem Leben. Gott ist auch in den schwierigen Sachen. Lass es zu. Lass dich anschauen. Lass dich formen zu dem Menschen, den Gott im Sinn hatte. Dieses geformt werden, das tut manchmal weh. Und manchmal ist es wirklich eine Zumutung. Aber es ist das Ziel. Es ist das große Wozu. Und ich glaube, es wird schön sein am Ziel. Es wird unfassbar schön sein. Ein Aufatmen ohne Ende. Schon jetzt, glaube ich, zeigt es sich. Schon jetzt zeigt er sich in deinem Leben. Schau hin. Amen. Von Zeit zu Zeit bleibt mir verborgen, dass deine Nähe mich umgibt, dass du mich anschaust voller Gnade, ein Gott, der ohne Maßen liebt. Und darum strecke ich voller Sehnsucht meine Hände aus nach dir, denn wie das Land auf Regen zu Zeit bleibt mir verborgen, dass du mir Trost und Hoffnung schenkst, dass du mir meine Schuld nicht nachträgst, dass du sie tief im Meer versenkst. Doch weil das wahr ist, strecke ich mich aus nach deiner Gegenwart. Und wie das Land auf Regen wartet, warte ich
Meine Seele wird gesund. Dann kann ich es wieder spüren, dass deine Nähe mich umgibt, dass du mich anschaust voller Gnade, ein Gott, der ohne Maßen liebt. Lasst uns miteinander und füreinander beten. Heiliger und barmherziger Gott, wir beten dich an. Du hast mit uns geredet, du forderst uns heraus und du rufst uns zu einem Leben in deiner Gegenwart. Herr, du weißt um die Wege, die hinter uns liegen. Du kennst die Sehnsucht, die offenen Fragen, das Leid in unserem Leben. Hilf uns, Herr. Öffne uns die Augen, dass wir dich erkennen, dass wir dein Wirken sehen, auch in den Schwierigkeiten, auch in den Nöten und in allem Leiden, das dich in Frage stellt. Wir beugen uns vor deiner Allmacht und rufen dich an. Herr, erhöre uns. Lasst uns das miteinander sagen. Herr, erhöre uns. Wir beten für uns und für alle, die nach Zeichen suchen, die auf ein Wunder warten. Für alle, die sich quälen mit Vorwürfen, mit der Schuldfrage, mit dem Warum. Richte du ihren Blick aus auf dich, nach vorne, in die Zukunft. Und dann komme ihnen entgegen, dass sie das Wunder sehen dürfen, das Wunder, dass du in ihrem Leben wirkst und dass du sie neu erschaffen willst. Wir rufen dich an. Herr, erhöre uns. Himmlischer Vater, wir bitten dich für alle, die angefochten sind, für alle, die an sich selber zweifeln, die den Glauben verloren haben oder Angst haben, ihn zu verlieren. Wir beten für die Kranken, für die Einsamen und Sterbenden, auch in dieser Gemeinde. Tröste sie, bewahre sie vor der Macht des Bösen und rüste uns als Gemeinde dazu aus, ihnen beizustehen. Wir rufen dich an. Herr, erhöre uns. Jesus Christus, wir bitten dich für die Menschen, die im Elend sind, für die Menschen auf der Flucht in den Lagern, für alle, die unter unwürdigen Lebens- und Arbeitsbedingungen leiden, auch in unserem Land, für alle, die verfolgt und benachteiligt werden, weil sie deinen Namen bekennen. Wir bitten dich für die Menschen, die von Corona betroffen sind, besonders in den USA, in Indien, in den Ländern Südamerikas. Wir bitten dich inständig, offenbare deine Macht, schenke das große Wunder und bringe diese Krankheit zum Stehen, dass die Menschheit wieder atmen kann. Wir rufen dich an. Herr, erhöre uns. Heiliger Geist, vieles ist gut, weil du es willst und wirkst. Aber vieles ist auch schlimm und schreit nach Erlösung. Dank und Freude, aber auch die Schmerzen, die Trauer bringen wir vor dich. Nimm dich unserer gnädig an.
Bleib stehen, schau uns an, immer wieder neu. Dafür danken wir dir und wir bitten dich, dass du dein Reich kommen lässt, dass du alle Welt neu erschaffst, so wie du es am Anfang gesehen hast. Und darum beten wir jetzt mit den Worten, die du uns, Jesus, gegeben hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir sind schon fast am Ende des Gottesdienstes angekommen und zuerst möchte ich Ihnen danken, Herr Dr. Fritsch, für Ihre Predigt und für alle Impulse, die Sie an uns weitergegeben haben mit dem Oberthema Augensalbe, dass wir einfach auch oftmals einen verdunkelten Blick haben und uns auch immer wieder ganz neu den Blick auf Jesus zeigen lassen und unsere Augen quasi uns von ihm reinigen lassen. Herzlichen Dank, unser Musikteam, an dich Ilona, Roland, Eberhard und Reinhild, ganz herzlichen Dank euch. Und natürlich auch euch Techniker. Ich habe kürzlich gehört oder ich wurde gefragt, wer ist denn eigentlich alles in der Technik? Da kommen ja nie Namen vor. Ich sage jetzt einfach mal, die Namen, die ich jetzt gerade an der Technik sehe, das ist der David Mautz, der Leon Holder, der Julian Pietsch, der Manuel Mielke, der Jonathan Ohnmacht und der Roland Eckert. Einfach, dass er auch mal die Namen an der Technik hört. Und ich denke, diese Namen sind ganz wichtig, nicht nur die Namen, die Personen dahinter, denn ihr macht es möglich, dass wir unsere Gottesdienste online anschauen können. Und jetzt würde ich einfach mal allen sagen, gebt doch mal unseren Technikern und sei es am Bildschirm einen ganz dicken Applaus. Applaus
Für den kommenden Sonntag laden wir herzlich ein zum Online-Gottesdienst mit Walter Stingel aus der Endinger Kirche über die Homepage Endingen oder den YouTube-Kanal Endingen. Ebenso zum Präsenzgottesdienst um 10.15 Uhr in Erzingen und zum Online-Gottesdienst über das Leben in der Urgemeinde aus Schömberg. Da gibt es eine richtig große Auswahl. Heute erbitten wir das Opfer für die Arbeit des Diakonischen Werks in Deutschland. Mit ihrer Kollekte sorgen sie dafür, dass Menschen auch in schwierigen Lebenslagen nicht an den Rand der Gesellschaft gedrängt werden. Sie machen Mut für unser demokratisches Zusammenleben und gegen Menschenfeindlichkeit, Rassismus und Antisemitismus. Wir bitten Sie, die Kollekte mit dem Stichwort Diakonie und dem Hinweis auf die Kirchengemeinde auf das Konto der Gesamtkirchengemeinde zu überweisen oder in den Pfarrämtern einzuwerfen. Weil dies ein von der Landeskirche vorgegebenes Opfer ist, hat der Kirchengemeinderat in Endingen beschlossen, das Albrecht-Bengel-Haus mit einer Spende zu unterstützen, weil uns diese Arbeit am Herzen liegt. Und nun bitten wir um Gottes Segen. Geht im Frieden und mit dem Segen Gottes. Es segne und behüte euch der allmächtige und barmherzige Gott, Gott der Vater, Jesus der Sohn und Gott der Heilige Geist. Amen.